Hallo und herzlich willkommen bei Minischoki. Mein Name ist Rebecca und heute machen wir zusammen Osternestli. Für unsere Erdbeerganache brauchen wir 100 Gramm Vollrahm, dann 120 Gramm Erdbeerfruchtpüree, dann brauchen wir 10 Gramm Sorbit, 20 Gramm Glucose und 20 Gramm Butter. Dann einen halben Teelöffel vom Erdbeeraroma, dann 280 Gramm weisse Gouverture und dann am Schluss braucht man noch weisse Ostereile. Für die Erdbeerganache brauchen wir Rahm. Das tue ich jetzt gerade in die Pfanne rein. Dann natürlich Erdbeerfruchtpüree. Und weil das Erdbeerfruchtpüree nicht ganz so intensiv ist vom Geschmack, würde ich euch wirklich empfehlen, nehmt dazu auch noch so ein bisschen Aroma, ein Erdbeeraroma, um das Ganze ein bisschen zu unterstützen und es ein bisschen intensiver zu machen. Wenn ihr es nur mit Erdbeerfruchtpüree macht, ist es halt wirklich sehr schwach. Dann brauche ich noch Sorbit, Glucose und Butter, wo ich alles da drin habe. Alles zusammen geht auch in die Pfanne hineingeben. Das alles wird jetzt miteinander aufgekocht und dann nachher über die weisse Schoki geleert. Sobald es kocht, Herdplatte abstellen und dann nachher direkt über die Schokitrops leeren. Schnell eine Minute stehen lassen und die Schokitrops noch etwas abdrücken, die noch ein bisschen oben raus schauen. Und dass der Rahm auch wirklich an die Schokitrops schön schmelzen kann. Und jetzt das Ganze abfüllen in einen Spritzbeutel. Zumachen mit einer Klammer und dann nachher etwa für 20 Minuten bei Raumtemperatur liegen lassen. Kommt aber wirklich darauf an, wie warm oder wie kalt es bei euch daheim ist. Kann auch mal ein bisschen länger gehen. Als nächstes machen wir so Schokibödeli für unsere Osternestli, die dann drauf hochkommen. Für das brauchen wir so eine Silikonform. Das ist extra so eine Florentiner Silikonform mit einem Durchmesser von 6 cm. Dann brauchen wir 250 Gramm temperierte Gouverture, 30 Gramm Hüppenflocken, die ihr jetzt hier zueinander schütten könnt. Das Ganze gut vermischen. Dann gibt es einen richtig feinen, crunchy Boden. Und jetzt können wir das abfüllen hier in die Förmlinie. Das Ganze ein bisschen klopfen, damit sich die Schoki schön verteilt. Und jetzt kommt es ab in den Kühlschrank für etwa eine Viertelstunde. Und dann kann man schon bereits ausformen. So, meine Bödeli sind schön kalt geworden. Die kann ich jetzt hier ausformen. Als nächstes zeige ich euch, wie man die Osternestli machen aus Schoki. Für das brauchen wir temperierte dunkle Gouverture. Dann tue ich das in ein Gornipapiertütli. Als nächstes brauchen wir eine Marmorplatte. Die muss eiskalt sein. Ich habe sie darum in die Tiefkühler für mindestens eine Stunde. Und jetzt rausgenommen. Und jetzt tue ich hier die temperierte dunkle Gouverture aufschneiden. Und dann nachher tue ich da drüber filieren. Einfach so komplett drüber. Ganz wild. Das langt auch schon. Dann nachher braucht ihr so ein Metallhorn und könnt das nachher gerade anschliessend lösen. Dann so ein bisschen zusammen machen. Und dann nachher könnt ihr das ruggeln. Ich nehme jetzt hier so einen Schokirand. Und könnt das da rundherum wickeln. Unbedingt auch ein bisschen mit Schoki anmachen, damit es euch dann auch hebt. Und dann müsst ihr wirklich auch schnell arbeiten, weil die Schoki wird natürlich dann auch wieder fest und sobald sie fest ist, könnt ihr sie nicht mehr als Nestli drehen.
In der Zwischenzeit hat die Ganache genug Zeit gehabt, um abzukühlen. Und jetzt können wir die anfangen abfüllen in die Osterreihe. Für das einfach da eine kleine Öffnung aufschneiden. Und vorsichtig anfangen abfüllen. Etwa 2-3 mm vor Schluss stoppen, dass man wirklich dann noch genug Platz hat für den Deckel zu machen aus weißer Schocke. Darum also unbedingt ja nicht bis ganz auffüllen. Verschliessen tut man es nachher mit weißer Schocke, auch in der temperierten weißen Kuvertüre. In ein Gornetütchen abfüllen. Sobald die Schocke fest geworden ist, oben auf dem Punkt, kann man die nachher ausformen aus dem Blister und da in eine grosse Schüssel rein tun. Zusätzlich kann man jetzt ganz viele verschiedene Schüsseln parat stellen mit allen möglichen Streuzutaten, die man nachher will, die Eile umhüllen. Ich würde euch empfehlen, nehmt unbedingt Fruchtpulver, weil das gibt auch nochmal zusätzlich Geschmack ab. Und gerade wenn ihr zum Beispiel verschiedene Fruchtganagen macht, dann könnt ihr es nachher zum Beispiel eben mit Erdbeerfruchtpulver auch noch umhüllen, dann wird es nochmal ein bisschen intensiver. Ich habe jetzt hier zur Auswahl Passionsfruchtpulver, dann Kakaopulver, Erdbeerfruchtpulver, Kokosnuss und extra dann nochmal ein anderes Fruchtpulver. Dann Händchen anlegen, ganz wichtig. Jetzt wenig weiße Schocke da auf die Handfläche nehmen. Eins von diesen Osterreilen schnappen, umhüllen. Und es braucht wirklich gar nicht viel Schocke rundherum. Es soll einfach überall ein bisschen haben, dass man es nachher hier rein tun kann. Und dann nachher hier und her schütteln. Und das dann umhüllt wird. Wenn alle Eile umhüllt sind, dann nachher kann man es etwa noch mal 5-10 Minuten stehen lassen, dass wirklich auch die Schocke schön fest werden kann. Und nachher kann man es vorsichtig da rauslösen, gerade die mit Kokosnuss. Und alle anderen muss man dann aber wirklich auch noch schnell absiebeln. So, unsere Eile sind fertig. Jetzt kommen wir zum schönsten Teil, nämlich zu den Osternestchen zum Füllen mit unseren schönen farbigen bunten Eiern. Für das brauchen wir auch wieder eine dunkle, temperierte Kuvertüre, die ihr hier aufschneiden könnt. Dann machen wir hier einfach ein bisschen Schocke drin. Dann legen wir so Händchen auch wieder an. Und jetzt füllen wir unsere Nestchen mit 3 verschiedenen Eiern. Ich nehme jetzt hier mal eins mit Kokosnuss, dann so ein gelbliches und dann noch ein pinkes. Und so könnt ihr natürlich das nehmen, was ihr wollt. Zusätzlich habe ich hier auch noch 2 Varianten ohne Ostereile. Man könnte natürlich in das Osternest auch einfach so ein kleines Hühnchen setzen oder ein kleines Osterhäschen. Auch hier haben wir natürlich gerade die perfekte Form dazu, die man dann ausgiessen kann und es dann in das Nest hineinsetzen, was auch mega herzig aussieht. Um das Ganze schön zu verschenken, dann könnt ihr so eine Verpackung nehmen. Dann nachher vorsichtig euer Osternest nehmen und da rein tun. So. Und dann nachher hier zumachen. Und noch ein Bändchen rundherum.
Und dann ist doch das ein ideales kleines Geschenk zum Verschenken. Oder eben auch gerade als Tischdekoration für eine Osterhahne. Genau. So, ich hoffe, es hat euch ganz viel Spass gemacht beim Zuschauen. Und probiert doch das unbedingt mal aus. Schickt uns ein Bild, wie es geworden ist. Abonniert unseren YouTube-Kanal und folgt uns. Würde uns mega freuen. Ich wünsche schöne Ostern. Ciao zusammen.